Nimm mir die Kabelbinder ab, hau ich dir auch eine rein. Weißt du warum? Weil ich die Kabelbinder zu schwach komme. Ich finde, so ein Roundhouse-Gig wäre jetzt angebracht. Sie sind ja im Trümmerbruch. Wunderschönen guten Abend, liebe Polizistinnen. Ich grüße Sie. Ich hätte zwei Anliegen, die ich einmal vortragen wollen würde. Die eine Angelegenheit, einfach nur nochmal ein Lob aufgrund von letzter Woche. Wir hatten letzte Woche einen ziemlich großen Einsatz bei dem alten Lager der 18th Street, wo ich mit einem Dingo angerückt bin. 20 Bundeswehrsoldaten auf dem Boden. Und dann kam das SEK und die Polizisten zur Verstärkung. Herr Hort, dürfte ich Sie kurz unterbrechen? Aber natürlich. Tret mal vor, muss nicht jeder mitkriegen. Ihr Fahrzeug ist auf und irgendwer war immer im Kofferraum. Ich hatte aber keine Chance, daran zu kommen. Also dem hinterherzukommen. Ich mach mal ganz kurz zu, den Aal. Gut, dann warten wir kurz auf den Kollegen Hort. Scheiße, ey, fuck. Hätten Sie der Bundeswehr da nicht geholfen, hätten wir diesen Einsatz alle nicht überstanden. Und da wollte ich nochmal persönlich Ihnen gegenüber Danke sagen, dass Sie mir da geholfen haben, dass Bundeswehr und Polizei erfolgreich an einem Strang gezogen haben und die Gangs und Fraktionen wieder mal gesehen haben, dass wir hier die stärkste Fraktion in dieser Stadt sind. Jetzt komme ich aber direkt zu meinem zweiten Punkt, was daraus entstanden ist. Als die Fraktion und Gangs bemerkt haben, dass wir mit gepanzerten Fahrzeugen, dass wir mit Polizei und Bundeswehr zusammen gegen die einzelnen Fraktionen und Gangs operieren, haben sich Bündnisse in der Stadt geschlossen, wie sie sicherlich mitbekommen haben. Lost und Platz, Kali Kartell und LCN, Crips und 18th Street und keine Ahnung, meinetwegen auch noch die Gummibärenbande und die Teletubbies. Wir haben in der gesamten letzten Woche bei der Bundeswehr mit meiner Wenigkeit Kriegswaffen konfisziert und eingesammelt im Wert von 250 bis 300 Millionen. Das war ein erfolgreicher Schlag gegen das organisierte Verbrechen und ich würde mir wünschen, heute und auch das Wochenende besonders darauf achten, dass wir Scharfschützengewehre einsammeln. Wenn Sie Scharfschützengewehre haben sollten, wenn Sie Scharfschützengewehre finden sollten, kommen Sie bitte zur Bundeswehrdienststelle. Ich würde die sehr, sehr gerne in die Waffenkammer tun, denn die werden in Zukunft vernichtet werden. Dann danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche heute einen guten Dienst. Ich danke Ihnen, Kameraden. Ich danke Ihnen. Das ganze Hackmeck hier und jetzt warten, dass den Generalleutnant aufhalten für vier Leute, die ein Praktikum machen wollen. No, nicht vier irgendwelche Leute. Nicht na irgendwelche klar. Leute. Praktikum. Okay, ich verstehe. Bezüglich Praktikum, wir hatten ja jetzt in der gesamten letzten Woche ziemlich viele Leute bei der Bundeswehr eingestellt, die neu sind. Wir nehmen jetzt gerade keinerlei neue Leute auf, beziehungsweise machen auch keine Praktikas. Wir werden nämlich erstmal bei manchen Kameraden aussortieren, degradieren oder befördern. Oder vielleicht fliegt auch von den ein oder anderen Kameraden das Barett. Sagen Sie mal, warum. Und dann geht er da vielleicht in den Facility-Management-Bereich. Aber das weiß man nicht, was die Zukunft bringt. Sentenza, hilf mir. Herr Hort, wissen Sie, das Ding ist, wir sind halt nicht irgendwie. Ist sie wieder eine Katze? Hier ist eine Katze, richtig. Scheiße. Auf jeden Fall. Katze, Mann. Geben Sie der Katze mal bitte ein bisschen Whiskas. Herr Burz, geben Sie der Katze Whiskas. Mann, Whiskas ja, ist Billigsmarke, verdammt. Immer Sesse. Muss ich die füttern, ey. Whiskas ist Billigsmarke. In der Blatzhot-Gegend anscheinend. Das ist ja mal was Neues. Leute mit Braunhosen. Wissen Sie, wir sind da, Sie irgendwelche Bürger, die ein Praktikum wollen. Wissen Sie, wir das sind so. Vertrauen Sie mir, hat mich gekratzt, die kleinen Pussy. Richtig so. Ich kann das verstehen, aber wie gesagt, wir nehmen gerade keine neuen Soldaten und auch keine, wir machen auch keine Praktikas oder sonst was gerade. Hoffe ich, dass Sie da Verständnis für haben. Nächste Woche sieht das alles wieder ganz anders aus. Mein Handy ist vorhin in der Akkuallee gegangen. Ja. Und ich kenne meinen PIN nicht mehr. Jetzt habe ich ihn dreimal falsch eingegeben und ich muss einen scheiß Puck eingeben, den ich aber nur vom Anbieter bekomme und ich brauche einen Wecker für morgen. Und ich habe keinen Wecker. Das heißt, wenn ich nicht pünktlich ins Bett komme, verpenne ich. Scheiße. Sie haben Ihren Handy-PIN vergessen. Ja, ich habe mein Handy-PIN vergessen und jetzt... Ist mir beim letzten Mal auch klar. Passiert. Das sind eigentlich nur vier Zahlen, aber ich habe es auch vergessen. Ja. Ich gebe den jeden Tag 10-mal ein, aber da habe ich ihn, vergessen. Guck dir mal innen das an. Oh, jetzt haben sie den Hund überfahren. Sie haben Rudolf überfahren. Sie haben einfach meinen Hund überfahren, Herr Ort. Guten Abend. Dingo ist vor der Tür. Wir kommen mit friedlichen Absicht.
Schüsse? Oh. Wo? Wo? Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Kein Stress machen! Was für stehen bleiben? Was wollt ihr denn jetzt schon wieder hier? Erklär mir das doch bitte. Ja, wie? Ja, wir machen hier doch nichts. Wir haben uns nur verteidigt. Wer hat das mit den Waffenleuten? Ja, ist doch in Ordnung. Aber trotzdem ist jetzt hier mal Schluss mit lustig und Waffenschießerei. Weil Bundeswehr ist da. So, könnt ihr mir erzählen, was der Aufruhr hier soll? Ja, es gibt aktuell einige Probleme. Wir haben geschossen. Mhm. Wir haben uns lediglich verteidigt. Und ist es, und wie sieht's da mit dem Granatenwerfer aus? Warum suchen sie bei uns? Die anderen hatten den Granatwerfer, habe ich gesehen. Die haben damit auf uns geschossen. Ja, ist doch, aber ist doch, okay, das ist doch in Ordnung. Nichtsdestotrotz, sobald ich von einem Granatenwerfer höre, muss ich erstmal raus, die Action stoppen, nachfragen, was hier los ist. Auch super, dass diesmal nicht auf den Dingo geschossen worden ist. Das hat nämlich beim letzten Mal direkt die 18th Street gemacht. Genau. Und dann wünsche ich da noch einen schönen Abend, ja? Ja, schwierige Zeiten gerade, ne? Schwierige Zeiten, Micha. Schwierige Zeiten. Hm. Aber du weißt ja, wie es ist. Ich bin der Fels in der Brandung. Wenn alle Stricke reißen, bin ich da. Na, wo drückt der Schuh? Ja, wo drückt der Schuh bei dir? Der Schuh drückt bei mir in folgender Situation bezüglich Kriegswaffen. Jede Fraktion und jede Gang und jeder Zivilist war bei mir und hat Kriegswaffen abgegeben. Scharfschützengewehre, MGs, Granatwerfer und. Lost MC und Platz waren noch nicht bei mir. Da habe ich ja schon 3 Granatenwerfer konfisziert. Und ich weiß auch, dass ihr mehr habt. Dass wir mehr haben? Ja, weil ihr hattet einen Überläufer. Der hat nämlich, keine Ahnung, der habt ihr, weiß ich nicht, was ihr mit dem gemacht habt. Der hat aber euch verpetzt. Und ich weiß, dass ihr noch gut ausgestattet seid, was die Waffen angeht. Und ich würde sehr, sehr gerne einen Vorschlag machen bezüglich eurer Waffenkammer. Was Scharfschützengewehre, MGs, Granatenwerfer angehen. Da gibt es nämlich auch eine gute Abfindung für. Also ich kann dir nur so viel sagen, so viel ich weiß und ich weiß sehr viel, dass wir in keinem Besitz mehr von einem Granatwerfer sind. So viel kann ich dir sagen. Und MGs und Scharfschützengewehre? MGs haben wir noch nie besessen und Scharfschützengewehre, soweit ich weiß, haben wir nur noch 2. Also mir wurde was anderes gesagt. Mir wurde gesagt, dass ihr weit über 10 Granatenwerfer, weit über 10 MGs, weit über 10 Scharfschützengewehre verfügt. Und wie gesagt, ich würde einfach mal sagen, die Hälfte aller Waffen, die würde ich euch abkaufen. Die werden eh verschrottet. Könnt sehr gerne darüber nachdenken. Ich gebe euch eine gute Abfindung. Du kannst auch mit allen anderen Fraktionen und Gangs in dieser Stadt sprechen. Ich habe niemanden abgezogen. Jeder hat sein Geld bekommen für die dementsprechenden Waffen. Natürlich war das ein bisschen unter Wert, aber es geht auch für die Sicherheit der Stadt. Aber ich kann dir auch nur so viel sagen, wenn Lost und Bloods so viele Sniper hätten und so viele, wie die anscheinend die anderen Fraktionen haben, weil ich weiß, dass die eine oder andere Person in der Fraktion ist, die viele Sniper hat, weil die schon lange hier in der Stadt ist, dann hätten wir auch welche abgegeben. Okay, gut, weiß ich Bescheid. Gut, Micha, das war's auch schon. Ja, dann hoffe ich, dass wir weiterhin gut mit klarkommen, auseinander. Also, und dass unsere Wege sich einfach nicht kreuzen in unangenehmer Weise. Verstehst du? Absolut. Das will ich auf jeden Fall verhindern, weil auch wenn du mir nicht immer die Wahrheit sagst oder mir... Na, du sagst mir ja auch nicht immer die Wahrheit. Ich sag dir die Wahrheit. Na, dann sag ich dir auch die Wahrheit. Ach, wow, du bist der Beste. Du bist auch der Beste, Michael. Deswegen sind wir auch Igel-Freunde. Nein, nein, du bist der Beste, du bist der Beste. Wir können hier an einem Strang ziehen. Lass es uns tun. Ich reiche dir meine Hand. Ich habe die Hand dankend angenommen und habe dir einen kleinen Zettel in die Hand gedrückt, wo Informationen stehen. Mm. Und diese Informationen solltest du verwerten. Ich danke dir. Das werde ich tun. Wenn du meine Hilfe brauchst... Kein Problem. Kannst du mich jederzeit anrufen. Ich bin da, um den Frieden in dieser Stadt zu wahren. So gut es mir gelingt. Ich weiß, ich bin nicht der Beste da drin, aber ich gebe mir Mühe. So, ich bräuchte einmal den Brett, Bundeskanzler. Und zwar ein bisschen flott. Weil der Brett nämlich jetzt nicht da ist, dann lasse ich hier einen Igel los. Der Brett ist unterwegs. Ich fahre mich runter, Igel fährt sich hoch. Genau. Schon mal Stacheln ausfahren. Sehr gut. Scheißen, was machen wir denn hier? Wir hauen hier gleich richtig auf den Putz. Ich schicke sie aber vorher ins Zentrum, ja? Ja, natürlich, Mensch. Dann bist du der Erste, Binotto, der sieht, wie das italienische Marmor, was hier verlegt ist, auch zusammenbrechen kann. Wenn ich auf Hochtouren bin. Das kann ich mir vorstellen, Mr. Tinsler. Ah ja. Kennst du den Steinbeißer? Ist das nicht so eine Fisch? Du kennst nicht den Steinbeißer von Unendliche Geschichte, mein Freund? Was ist eine unendliche Geschichte? Ach du heilige Scheiße, mit Fufur. Kennst du nicht Fufur, Mensch? Das war das Fufur. Aus welcher Welt kommst du denn, Binotto? Das kennst nicht die Unendliche Geschichte? Oh. Können Sie auch nicht kennen, oder? Die ist ja unendlich. Mensch, das ist doch Fufur, der Hunddrache. Der Drache, der aussieht wie ein Hund, Mensch. Ist das so ein Manga-Kram, dass sich die Kids heutzutage einzieht? Ja, Binotto, das ist 500 Jahre alt. Gefühlt. Oh, nee, ey. So, Herrn Brett. Ja, Herr Hort. Es ist an der Zeit, dass ich mal nach dieser langen Zeit, nach den Wahlen, mal eine Sache von Ihnen fordern muss. Und zwar
geht es um eine längst vergangene Angelegenheit von vor 10 Wochen. Der Bundeswehrsoldat Sancho, ja. Max Sancho, ja. bekommt ein Gerichtsverfahren. Richtig, das habe ich auch gehört. Und da wollte ich tatsächlich jetzt einmal fragen, gibt es da Möglichkeiten, dass der Herrn Sancho eventuell ein bisschen milder bestraft wird? Anstatt wenn er alles zugibt, wird er natürlich milder bestraft. Mhm. Aber das ist, glaube ich, nicht in seinem Interesse. Absolut nicht. Sein Interesse besteht einfach, er will weiter Schwachsinn machen und ein bisschen auf Streife fahren. Mehr will er nicht. Er will Schwachsinn machen. Ja, dafür steht Sancho. Sie wissen, dass Sancho jetzt in der Zeit, wo er bei der Bundeswehr ist, noch eine Anzeige bekommen hat. Eine Anzeige? Ja, wegen Mord. Wegen Mord? Er hat einen Bundeswehrfahrzeug überfahren. Ist das wahr? Es gab wohl 6 Zeugen. Die Staatsanwaltschaft wird natürlich dementsprechend die Zeugen befragen. Ich war nicht vor Ort, sie war nicht vor Ort. Ich gehe davon aus, dass der Herr Binotto, der Herr Sentanzer auch nicht vor Ort waren. Scheiße. Sieht so aus, als wenn wir nichts für ihn machen können. Macht und keinen damit gefährdet, ist das ja die eine Sache. Ja. Aber wenn er andauernd irgendwelche Leute irgendwie, was weiß ich, totfährt oder sonstigen missbaut, kommen halt leider solche Sachen. Was halten Sie davon, wenn Sie ihn einmal hart bestrafen und danach geben wir ihm noch eine Chance? Ob Sie ihm noch eine Chance geben? Nee, erstmal muss er die Strafe haben. So, und die Strafe wird er im Gerichtsprozess. Dementsprechend wird sich feststellen, ob er schuldig oder unschuldig ist. Der ist schuldig. Das richtig bis hier. Die Frage ist, was gedenken Sie dem Herrn Sancho zu geben? Geldstrafe weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ich glaube, es ist über 1 Millionen Betrag. Mhm. Und Hafteinzeiten wären wohl so im 200er Bereich. 200 Hafteinheiten. Da steht da gerade am Bürgerpark von uns. Oder sogar ein Ticken mehr oder ein Ticken weniger. Wir müssen gucken, dass wir da eine Möglichkeit finden, dass der eine harte Strafe bekommt und dann kriegt er seine letzte Chance. 2 Chancen hat er ja jetzt schon bekommen und dann ist jetzt das die letzte Chance, würde ich sagen, für ihn. Die 3. und letzte. Alle guten Dinge sind 3. Und wenn er das wenn verkackt, dann ist Feierabend. Also ich muss ja mal sagen, ne, dieser Raum hier, der strahlt eine ziemliche Befremdnis aus. Wieso Befremdnis, Herr Sentenzer? Ja, weiß ich nicht. Gucken Sie sich doch mal um. Ich weiß, die Renovierungsarbeiten sind doch auch schon betragen. Ah. Der Flaggenhändler hat halt einfach nicht ausreichend Deutschlandflaggen gehabt. Benutzen Sie das eigentlich auch als Schlafdecke? Bestimmt nicht. Man weiß ja nie, ne? Hier, Pretty Boy. Ja. Ist dieser Smith, ist das dieser Oberstaatsmann? Ist der Generalstaatsanwalt. Ah, er ist das. Hier, Hort, das ist der, der mich im PD da vollleppen wollte. Ah, ein Sniff. Ja, den kenne ich, den Smith. Sniffy Snaffo, Alter, der. Aber ja, Hort, wenn ich Sie schon gerade hier habe, ne? Schauen Sie mal, wer mich heute angerufen hat. Ach, bitte sagen Sie es nicht. Japaner. Oh Gott, lieber Japaner. Was wollten die Japaner? Die haben sich über die Bundeswehr beschwert. Ich hab's gewusst. Bestimmte Mitglieder der Bundeswehr sind für die ja eh schon unten durch. Gehöre ich auch dazu? Ich weiß nicht. Ich weiß auf jeden Fall, eine Person ist hier im Raum. So. Aber. Denke ich auch. Wenn schon Soldaten der Meinung sind, die immer mit Euerhuhn oder sonst was zu bezeichnen, anstatt einfach mal Botschafter zu sagen und hinter verschlossenen Tür dann halt ihre Scherzchen zu machen, wäre das schon mal sehr vom Vorteil. Weil die fühlen sich ziemlich angegriffen, wollen eventuell diplomatische Konsequenzen ziehen. Ich weiß nicht, was er damit meinte. Das Problem ist, ich sag Ihnen ehrlich, ich habe hier mit allen Frieden in der Stadt. Mit allen Fraktionen, allen Gangs kann ich gut umgehen. Aber wenn der Euerbuhn, wenn der reinkommt, dann es verändert sich mein Wesen. Herr Brett, einfach nur ein friedliches Gespräch. Das dritte Mal, wir verkacken es nicht. Wir schließen Frieden. Und Sie versuchen nicht, die Kaiserin anzugraben. Ich werde die Kaiserin nicht angraben. Also die kommt aber auch im Kimono dann, ne? Jetzt der Herr Mast. Herr Mast war der Meinung, dass er mit der Leuchtpistole aus dem Auto schießen musste. So. Und hat damit Frau Diemen getroffen, wodurch sie... Er hat Frau Diemen getroffen. ...medizinisch behandelt werden musste. Oh. Aber Sie hören es doch schon am Namen, Frau Diemen. Die ist das gewöhnt, in Flammen zu stehen. Die hat aber die Anzeige aufgegeben. Mensch, was können wir da machen? Die von der... Sentenza, jetzt erstmal Ruhe, ich rede hier. Wie heißt der Film? Die mit dem Bogen? Die Frau Tribute von Panem. Das ist die doch, die Demon, die Panem-Tante. Sentenza. Muss ich mal nicht so haben da. Ja? Geht da auf, Mann, ihr im Kleid, dreht sich ein paar Mal und geht in Flammen auf. Aber hier in Dortmund jammert sie rum, Alter, wenn mal so eine Fackel ankommt da. Also, ich glaube, zackt oder was, Alter. So, passt auf. Das Wichtige ist, wenn der Mast wieder da ist, untergehende Sonne. Urlaub, dann soll er mal hier hinkommen und seine Aussage erstmal abgeben. Ja, genauso wie in China ein Sackreisumfeld. Kommt so sehe ich was? Das auch. Hier, da ist er doch, der Smithers. Ja.
Da ist er. So, also wegen der Mastsache, ja? Das wäre super, wenn wir das mal aus der Welt schaffen. Die Dämon kriegt von mir ein bisschen Schmerzensgeld. Und einen neuen Bogen. Die arbeitet bei der BW, das können wir intern klären. Ja, also wie gesagt, wenn die Frau Demon damit einverstanden ist, ist es ja, liegt es ja an ihr, wenn sie die Anzeige zurückziehen möchte. Also wenn sie das geklärt kriegen mit der Dame, dann soll das kein Problem sein. Aber wenn die Dame aber darauf besteht, dass es vor Gericht geht, dann haben wir da keine Handlungsmöglichkeit. Ich würde sagen, der Kaiserin geben wir auch noch ein neues Kleid und dann ist das mit Mast auch geklärt. Nicht? Dann können wir beide die Frau in Flammen spielen und dann können wir auch das Feuerwerk öffnen, was wir geplant haben. Und wenn dann jemand getroffen wird, ja mein Gott, dann ist doch schon wieder alles. Ah, herrlich. Ich sehe es schon kommen. Das wird schön. Ich kann das nicht mehr. Wenn Sie was sehen, sagen Sie Bescheid. Auf dem Dach mit dem weißen, auf dem weißen Dach waren vorhin Leute, die auf uns geschossen haben. Da kamen jetzt auch, ja, sehen Sie da vom Schlüssel? Probieren Sie hinter, ja, da sind Personen drauf. Da sind die Ekelhaft. Die hocken da in so einer Kugel drin. Auf mich, das Panzer. Super. Da sehen Sie die. Ich krieg die nicht. Okay. Auf zwei Dächern sind die verteilt. Was will der Müllwagen? Oh. Ist da einer drin? Ja. Ja, da war einer drin. Aber ich weiß nicht, ob das ist ein Zivi. Das ist ein Zivi. Oh, fuck. Der Hort! Der kann doch nicht durch die Cripshot mit Müllwagen fahren! Was ist denn los mit dem, Alter? Aber der Müllwagen ist stabil as fuck. Ja. Hier jetzt rein. Okay, also. Herr Hort, wenn Handy mal wiederkommt, die Beförderung will ich haben. Ja. Und funken gleich. Zurück! Einmal zurück zur Dienststelle. Wir probieren jetzt was sehr Riskantes. Kann einer von euch einen Igel fliegen? Super! Wir brennen! Schnell raus! Raus! Ja, großes Kino. Ja. Ach du Scheiße. Guten Morgen. Guten Tag. Ja, Ja, wie kriegen wir das Wrack jetzt hier weg, wenn das der Toast sieht? Ich probier was. Warum geht es nicht? Es geht nicht! So, kann ich mit dem Scheiß denn hier schießen überhaupt? Das brauche ich jetzt auch einfach auf Wolke 10. Der Song hätte nicht besser kommen können. Ich sag's ihm, wie es ist. So, jetzt ist Schluss mit lustig, Leute. Jetzt hab ich euren Arsch. Einfach rein, das sind sie alle. Der ist gleich kaputt. Das ist so schwierig. Das Lied dazu, ich kann nicht mehr, wirklich. Oh, der geht gleich aus. Raus hier, raus, Junge, raus. Raus. Digga, ich halte nicht aus. Nein, das ist der Falsche. Ach, scheiße, ich kann auch nicht mehr. Scheiße! Kleines Stück noch! Nee, nicht der Track. Nein. Lass es. Das ist doch einfach alles ein großer. Das ist er, den ich brauch. Sentenza, ich brauch sie. Jetzt flieg mich darüber. Du auf der einen Seite, ich auf der anderen. Und wir schießen raus. Geht mal einer kurz raus und vorne rein. Ich will hier sitzen, damit ich schießen kann. Ja, okay. Ich knall die jetzt ab. Mit dem Granatwerfer. Oh, nein, nicht mit dem Granatwerfer. Gern. Ohne Granatwerfer. Alles oder nichts jetzt. Alles oder nichts. Abfahrt jetzt. Mach den Scheiß hier auf. Krieg mich nur ran. Los. Ich baller. Wir schaffen das. Schon mal vorwarnen, genau. Ja, jetzt reindrehen. Andere Seite. Ganz scheiße. Andere Seite. Ja, genau. Und jetzt auf der anderen Seite. Und jetzt wieder reindrehen. Wir rauchen. Drehen. Immer noch drehen. Ja, landet. Ich lande. Wir müssen weg.
Habe ich einen Fallschirm, bitte? Bitte Fallschirm. Danke. Es, ich kann nicht mehr. Es geht auch einfach nicht. Es ist